Was macht man, wenn man wartet, bis Bäume wachsen? Genau, man geht an einen anderen Ort, wo anscheinend in der Zwischenzeit, wo man im Bahnhof gebaut hat und sonst was, alle anderen Bäume schon gewachsen sind. Alter, wie das jetzt hier aussieht. Hallo? Ja, gar nicht dicht oder so, ne? Oh nein, hier sind noch zwei nicht gewachsene Bäume. Oh nein! Ach du Heilige. So, und das zünden wir jetzt an. Oh. Perfekt, das ist genauso, wie ich es haben wollte. Oh, nice. Jetzt geht's hier zu einem zur Waldhütte. Wo noch ein bisschen Ansätzlinge frei sind. Wobei ich mir da tatsächlich sehr gut vorstellen kann, woran das auch liegt. Vielleicht sogar im Zuckerrohr hier. Oder einfach, weil hier schon die Chunks seltener geladen sind. Weiß ich aber nicht, aber ich finde es gut, dass hier im Haus direkt eine kleine Lichtung ist. Okay, gut, der Baum hier. Nee, die haben einfach zu wenig Platz nach oben wahrscheinlich. Naja, gut. Verfolgen wir mit dem Weg weiter und schlagen ihn zur Not etwas frei. Ich glaube, man findet hin und wieder doch noch einen einzelnen Setzling, der nicht aufgegangen ist. Aber das sind doch deutlich weniger. Und jetzt hier sieht man auch irgendwie das, was etwas schade ist. Nämlich, dass der restliche Weg mehr oder weniger, zumindest in dem Abschnitt, eine einzige, ja, gerade Schneise ist. Das dann hier ein bisschen wieder von dem Schema abweicht und dann hier wieder voll reingeht. Obwohl hier geht's. Hier nicht mehr so. Hier muss ich dann nach rechts. Oh, war ja alle. Und hier unten merkt man dann, ist da nichts mehr geladen gewesen. Wie guckt das jetzt dann von oben aus? So reine Interessenfrage. Ach du je. Für Leute mit Rot-Grün-Schwäche, das ist nicht rot. Alter, du meine Güte. Boah. Hallo? Warte. Boah. Das ist krass. Ich glaube, hier ist der Weg. Kommt das hin? Nee. Boah, ich habe nicht mehr meine Ahnung, wo die Wege laufen. Ach du Schreck. Doch, hier ist er. Hier sieht man's. Manchmal. Ach du Scheiße. Ja. Ich würde mal sagen, das ist minimal eskaliert. Oh nein. Fuck. Oh, geleckt. Das ist viel Wald. Wenn wir irgendwann mal Unmengen an Holz brauchen, wir wissen, wo wir uns bedienen können und was wir danach. Ja. Gut. Sagen wir mal. Nicht nochmal anpflanzen wollen.
perfekt. So. Oh nee. Gut, nächste Mission, eine zweite Kuh finden und sie hierher transportieren. Hey! Wann hat mein Kuhstall im ersten Stock dann jetzt einen Sinn? Gut, alles hat meistens eine positive und eine negative Seite. Wobei ich finde, man hätte auch vorher hier Tiere spawnen können, bevor das ausgestellt wird, Spiel. Jetzt habe ich hier weder Hühner noch zwei Kühe. Wo sind eigentlich die ganzen Schweine hin, die vorher mal da vorne waren? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe nichts mehr an Tieren hier. Oh nee. Ach warte, ein Schwein ist in irgendeinem Tunnel drin. Aber sonst war es das, glaube ich, im Großen und Ganzen an Lebewesen hier oben. Ah, nee, ey, das ist ja... ein graues... Okay, da vorne sind Schweine und Schafe. Okay, immerhin habe ich Schweine und Schafe. Das ist gut. So. Naja. Mal schauen. Okay, die Bäume hier wachsen immer noch nicht. Das ist nicht cool. Haben wir eigentlich irgendwas Effektives gemacht? Ich glaube, wir haben hier ja noch. Wir haben den Tunnel etwas ausgebaut. Wer kennt sie nicht? Eine tolle Nasenmundharmonika. Was haltet ihr eigentlich mal davon, wenn ich teilweise meine Hintergrundmusik selber einspielen würde? Das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Dieses Lied. Aber ich glaube, ich habe dieses Spiel nie gespielt. Ich bin mir aber nicht sicher. Das passt doch überhaupt nicht zur Nacht. Ich glaube, ich gehe mal lieber schlafen. Ach Gott. Ja, ich muss aber schon dazu sagen, ich finde das... Ich denke, mir ist es hier von der Idee, ja, eine Stadt aufzubauen in der Ebene ganz gut gelungen. Ich denke, das könnte ganz schön werden hier. Aber ich bin mir natürlich nicht sicher. Legen wir jetzt erstmal hin. Die Musik ist echt geil. Ich hätte echt gerne eine Mundharmonika, die ich einfach so bedienen könnte. Aber leider braucht man dafür mindestens eine Hand, um die so hin und her zu schieben. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe nämlich keine. Zum Mundharmonika sind auch schon sehr viele bescheuerte Ideen entstanden, tatsächlich. So. Guten Morgen übrigens. In dieser Minecraft-Welt. Guten Morgen. Mein Ziel ist es später, dass hier unten in der Stadt kein Schnee mehr liegt. Bin mal gespannt, ob ich das schaffe. So.
Ich könnte, bis die Bäume hier wachsen, auch. Oh, da ist ein Baum gewachsen. Könnte ich natürlich auch hier drinnen den Ausbau etwas vorantreiben. So, weil... Ah ja, genau, hier ist das ja so. Stimmt. Oh, warte mal, ich habe hier eine Idee. Doch, das muss schon hier sein, stimmt ja. Ja, klar. Mist, okay, muss anders gemacht werden. Ich muss es ja einigermaßen beim Fachwerk symmetrisch halten, dass wenn ich hier oben dann später das Fachwerkhaus draufsetze, dass das auch einigermaßen passt von der Logik her. Au. So, und hier ist ja die Fachwerkstütze eigentlich ein bisschen weiter hinten. Weil hier durch diese Vorkammer alles anders ist. Gott, hey, ich bin müde. Unglaublich toll. Warum mache ich die einfach Schluss, wenn ich müde bin? Ich weiß es nicht. Ja, gut. Auf jeden Fall hat somit dann die Bahnhofshalle eine einigermaßen schöne Struktur. Wenn ich zumindest ein einigermaßen cooles Gewölbe aufziehen kann, hoffe ich. Also ich möchte hier am liebsten so ein richtig schönes Gewölbe haben. Wie gut sieht das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, zumindest auch eine ungerade Zahl. Das passt soweit. Dann ist das Gewölbe in die Richtung einen höheren Bogen als in Querrichtung. Na gut, okay, damit kann man sich abfinden. Und da hat's 4 statt 2 Bögen. Na gut, okay, das kann man auch machen. Dann ist halt nur der Bogen hier reine Deko für die Außenfassade, für die Tunneleingänge. Die finden sich halt hier nicht wieder, weil hier macht, ist halt mitten im Bahnhofsgebäude so ein Pömpel irgendwie doof. Vor allem mitten in den Aufgängen passt das jetzt ehrlich gesagt nicht so gut rein. Und ganz davon abgesehen, dass hier drüben sowieso eine 7, einen 7er Bogen haben werden. So. Ne, warte. Wir haben ja auf der Strecke gehen ja nur 3 Strecken raus statt, statt 4, ne? Aha, haha, haha, nein, das habe ich ja total vergessen. Ach du je. Ja gut, egal. Nicht egal. Äh.
Manchmal frage ich mich echt, was ich hier baue. Ohne Witz jetzt. Das ist ja furchtbar so. Ich glaube, ich mache hier später weiter, wenn ich wieder weiß, was ich hier eigentlich will. Aber so bringt das jetzt echt nichts wirklich mehr. Die Bäume sind eh wieder gewachsen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und auf Wiedersehen.